Moin Moin und damit herzlich willkommen zu einem neuen Baustellentagebuch. Ich habe mittlerweile die Baustelle gewechselt. Ich bin jetzt hier, wie man sehen kann, mitten in Hannover, in der Innenstadt quasi. Fischerstraße ist das, um genau zu sein. Wir machen hier eine Kanalsanierung. Um diese Kanalsanierung durchzuführen, haben wir hier einen Gleitschienenverbau eingebaut, denn die Schadstelle ist hier in ungefähr 4 Meter Tiefe. Das kann ich euch auch gleich einmal zeigen. Ein Gleitschienenverbau wird eigentlich ganz einfach aufgebaut. Man sieht das immer hier, diese Eckpfeiler. Davon hat man halt 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Die Eckpfeiler halten quasi das ganze Gestell. Und diese Wände, die hier sind, die werden hier oben an der Seite eingeführt und dann ganz einfach runtergelassen durch diese Führung. Hier drüben auf der anderen Seite haben wir Kanaldielen verbaut. Diese Kanaldielen werden durch diese Führung nach unten gerammt. Hier in der Führung kann man halt ganz genau erkennen, hier ist auch quasi dieses Muster von den Kanaldielen vorhanden, sodass man die dann hier reinsteckt und dann von oben runter rüttelt. Das hat auch einen einfachen Grund. Hier an den Seiten kann man jetzt gut erkennen, warum wir Baggerdielen einbauen mussten, weil das, was hier in Gelb ist, das ist einmal die Gasleitung und daneben das Schwarze ist die Wasserleitung. Das dient als Hausanschluss von jetzt zum Beispiel diesem Haus hier oder diesem Kindergarten. Und um diese Leitung halt intakt zu lassen und nicht zu beschädigen, werden hier drüben an der Seite Kanaldielen eingerammt. Und hier unter, das nennt man Berliner Verbau, haben wir mit Holz die Wand abgestützt. Und wie jetzt dieser Kasten aufgebaut wird, das zeige ich euch gleich in dem Video.
Der Verbau wird immer so aufgebaut, dass man zuerst hier vorne eine Wand stellt, dann stellt der andere Bagger den Träger, dann wird wieder eine Wand gestellt, sodass man dann ein Dreieck hat. Dann kann der andere Bagger den Träger loslassen und dann wieder einen anderen Träger stellen. Und so geht man immer einmal rum, sodass man dann quasi diesen Kasten aufgestellt hat. Und wenn der Kasten dann steht, geht man einfach bei und drückt dann die ganzen die Seitenwände mit dem Bagger runter. Oder wie ich es hier gemacht habe, hier drüben sieht man es ja schon, wir haben hier einen Anbauverdichter verwendet. Weil das ist ein bisschen materialschonender für den Bagger. Ich habe auch gleich noch eine kleine Sequenz für euch, wo man sieht, wie wir die Wände mit dem Kübel runterkloppen. Und da der Bagger ja noch, sagen wir mal, relativ neu ist und das auch nicht so gut ist für die GPS-Sensoren und das alles, was da dran ist, haben wir halt einfach den Anbauverdichter genommen und das runtergerüttelt. Das ist für den Bagger auf jeden Fall materialschonender und so kann man halt Langzeitschäden auch vorbeugen. Der Anbauverdichter, der kann das ab, der hat da wenig Probleme mit. Das ist jetzt halt einer, wo man unten die Platte nicht wechseln kann. Kann ich das auch kurz zeigen. So, wie ihr seht, der Anbauverdichter hier ist ein ganz normaler V8 von MTS. Der hat halt eine starre Platte drunter, die kann man jetzt nicht tauschen. Das, was ihr hier oben seht, ist übrigens die Verdichtungsanzeige. Bei unserem V8, wir haben also quasi dasselbe Modell, kann man unten halt einfach die Platte noch wechseln und so eine Art Kralle anbauen, die dann hier oben in diese Baggerdielen reinfasst und dann zum Runterrütteln eine Führung hat. Also dafür ist so ein Anbauverdichter halt auch gedacht oder geeignet, um jetzt so einen Verbau runterzurütteln. Wie gesagt, es ist halt viel einfacher und maschinenschonender, wenn man das so macht. Und weil die Baustelle noch nicht eng genug ist für uns, müssen wir hier noch den Fußweg sanieren. Hier haben wir halt ganz einfach die alten Platten rausgeholt. Dann den Unterbau rausgenommen, 15 cm Frostschutz, 15 cm Tragschicht eingebaut, Split und wie ihr jetzt hier seht, werden hier Gehwegplatten neu verlegt und in den Einfahrtsbereichen kommt 6 cm starkes Rechteckpflaster rein. Ja, deswegen die Baustelle hier ist halt echt wirklich so eng, wenn man sich jetzt hier einmal umdreht und hinguckt. Ja, für den Kettenbagger ist es auf jeden Fall gerade so, dass es passt. Aber ich bin ganz ehrlich, solche Baustellen machen auf jeden Fall immer mehr Spaß, auch wenn es manchmal ein bisschen zu eng ist und ein bisschen zu brenzlig. Aber diese kleinen Herausforderungen, die sind auf jeden Fall ziemlich cool und auch mit dem Kettenbagger, sage ich mal, jetzt hier in der Straße, das ist auf jeden Fall auch nochmal eine andere Erfahrung. Ja, aber das ist so grob das, was wir hier machen und sonst würde ich sagen, lasse ich erstmal die Bilder sprechen.
So sieht die Schadstelle hier unten aus. Was man hier erkennen kann, das sind halt Steinzeugrohre. Hier haben wir halt Bögen drauf gemacht und hier hinten hinter den Baggerdielen ist der alte Anschluss. Da haben wir drin angeschlossen. Und um Steinzeugrohre zu verbinden, benutzt man immer so eine Kanadamanschette. Das sind halt einfach zwei Spitzenden hier hinten. Die beiden Rohre sind stumpf aufeinander. Dann schiebt man die Manschette rüber und hier an den Seiten sieht man die Verschraubung. Da zieht man sie einfach fest und dann ist das ganze Ding dicht. Hier unten in dem Verbau sieht man jetzt gerade hier das da oben, dieser Betonklotz. Das ist die Fernwärmeleitung, die hier durchläuft. Die mussten wir halt zusehen, dass wir die irgendwie unterfangen. Deswegen fangen wir jetzt auch gleich mit den Verfüllarbeiten an, weil hier unter die Erde, die rutscht jetzt immer nach. Und wenn die halt runterrutscht, kann es sein, dass da oben der Beton bricht, weil da ist auch genau eine Fuge. Und um das zu vermeiden, fangen wir gleich mit den Verfüllarbeiten an. Auf der anderen Seite vom Verbau hier kann man dann nochmal schön die Gasleitung und die Wasserleitung sehen. Die haben wir jetzt auch hinterfangen. Das kann man nicht erkennen, weil hier drauf, hier drunter, wo der Sand liegt, da ist noch eine andere Gasleitung. Also dieser ganze Kasten, den ihr seht, dieser Träger und dieser Träger, die liegen genau zwischen zwei Leitungen. Und das ist halt auch immer die Herausforderung in der Stadt. Überall sind vorhandene Leitungen und dann muss man noch zusehen, dass man mit diesem Verbau nach unten kommt. Und ja, wie gesagt, der nächste Schritt ist jetzt, diese Leitung vernünftig absanden, in Sand einpacken, schön unterstopfen und dann geht es auf jeden Fall wieder mit dem Boden nach oben. Wir sind mittlerweile fertig mit unserem Anschluss. Wir haben hier oben jetzt einfach Schotter drüber eingebaut. Den haben wir halt überhöht eingebaut, weil das ist ja die Asphalthöhe. Und das machen wir, damit wir halt ganz normal mit dem Baustellenverkehr hier rein und rausfahren können. Die ganze Asphaltdecke, die ihr hier seht, die wird später halt komplett abgefräst und komplett neu saniert. Und die Löcher, die wir jetzt bis oben mit Schotter angefüllt haben, ziehen wir dann einmal komplett runter bis unterkante Tragschicht. Dann wird halt Tragschicht erst eingebaut und dann komplett später einmal mit Decke komplett Asphalt gefahren, sodass es dann hier auch wieder vernünftig aussieht. Ich habe euch jetzt hier nochmal einen Steinzeugrohr mitgebracht, um euch mal zu zeigen, dass sie hier relativ leicht zerbrechen. Ich hatte das ja in meinem anderen Video mit dem Betonkanal schon erzählt, dass man bei Steinzeugrohren immer ein bisschen vorsichtiger sein muss. Da kann man auch relativ viel schon falsch machen. Wenn man jetzt beigeht, beim Verdichten zum Beispiel das falsche Verdichtungsgerät benutzt, keinen steinfreien Sand einbaut und so, dann sind diese Rohre ziemlich schnell kaputt. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Stück, das haben wir ausgebaut, also das ist jetzt noch ein altes Rohr. Und wenn ich jetzt hier mit dem Hammer mal nur ganz leicht drauf haue, seht ihr, die brechen halt sehr schnell. Also das kann halt echt nichts ab. Ne? So ein Steinzeugrohr muss man quasi immer wie so ein rohes Ei behandeln. Das ist tatsächlich auch ganz wichtig, wenn man die Rohre ablädt. Kann auch durch den Transport schon echt Schaden entstanden sein. Wenn man die Rohre jetzt anhängt an einem Schlupf und sie schweben frei und pendeln, dann kann man mit einem Stück Holz oder so leicht dagegen klopfen. Und an dem Geräusch, wie an dem Klang, kann man dann schon erkennen, ob dieses Rohr gerissen ist oder nicht. Aber dafür braucht man schon ein bisschen Erfahrung. Also das muss man schon ein, zwei Mal gehört haben, um das tatsächlich zu hören. Denn später, wenn wir jetzt hier mit allem fertig sind, werden diese Rohrleitungen mit einer Kamerabefahrung abgenommen. Das heißt, quasi hier
Wenn das jetzt die vorhandene Rohrleitung ist, fährt hier unten hier durch dieses Rohr eine Kamera durch. Und hier zum Beispiel sieht man ja auch, hier ist ja eine Muffe und hier steckt da das andere Rohr drauf. Und dann wird geprüft, so wie hier drinnen, da kann man das sehen, ob die Verbindung, ob das Ganze auch komplett dicht ist. Und das macht man halt mit einer Kamerabefahrung, weil logischerweise, wenn wir jetzt unser Loch verfüllt haben, kann man ja nicht wieder runterbuddeln und nachgucken. Deswegen fährt man dann da mit einer Kamera durch und macht dann so quasi die Abnahme. Bevor ihr euch jetzt fragt, warum wir eigentlich mit dem Kettenbagger hier waren. Ursprünglich waren es, glaube ich, 4 oder 5 Schadstellen, die wir reparieren sollten. Die Schadstellen waren eigentlich auch alle sehr tief. Aber jetzt, als wir angefangen haben mit den Arbeiten, haben wir halt festgestellt, dass es auch 1, 2 Abzweige gibt, die höher sind, also flacher liegen, sodass wir nur 2 Löcher hatten, wo wir mit dem Verbau wirklich tiefer runter mussten. Einmal waren wir, glaube ich, auf 3 oder 3,5 Meter und jetzt das letzte sollte eigentlich 6 Meter tief werden. Da sollten wir bis auf den Hauptkanal runter. Da haben wir aber vorher einen Abzweiger gefunden, der noch intakt war. Und so konnten wir das dann einmal umklemmen, sodass wir dann nur irgendwie auf 4,5 Meter oder sowas gelandet sind. Aber auf jeden Fall ist es immer einfacher, auch die Seitenteile, die Träger mit dem Kettenbagger zu heben und zu stellen, denn der steht immer noch ein bisschen sicherer. Und hier gerade in der Stadt laufen ja auch noch mal Leute rum oder die Häuser, die hier in der Umgebung sind. Da muss man dann schon ein bisschen darauf Acht geben, dass da nichts passiert, dass der Bagger nicht umkippt oder so. Das wäre natürlich quasi das Schlimmste, was passieren kann. Und deswegen sind wir jetzt mit dem Kettenbagger hier. Und beziehungsweise waren mit dem Kettenbagger hier. Denn ich stehe jetzt hier und bin noch einen Tag noch hier, also einen halben sozusagen, unterstütze die Jungs so ein bisschen so. Und dann wird der Bagger abgeholt. Dann geht es einmal wieder zurück zu der Baustelle, wo ich am Anfang des Jahres schon war. Wie gesagt, da haben wir eine Werkserweiterung oder machen wir eine Werkserweiterung von einem großen deutschen Automobilhersteller. Und da muss ich jetzt erstmal wieder hin. Deswegen wird es wahrscheinlich so sein, dass jetzt erstmal in nächster Zeit nichts von mir kommt. Ich werde mal anfragen, ob es möglich ist, da die ganzen Sachen zu filmen. Aber generell, wie gesagt, ein Werk ist ja Privatgelände. Und da ist es eigentlich in der Regel schwierig, das Ganze auch zu filmen. Aber ich werde trotzdem, ich werde mich einmal erkundigen. Und ihr seht das ja, wenn Videos kommen, dann hat es geklappt. Falls keine Videos kommen, wie gesagt, Arbeit geht vor und dann müsst ihr mit YouTube das erstmal ein bisschen hinten anstellen, sagen wir mal so. Die Fernwärmeleitung, die im Beton war, die ihr gesehen habt, die haben wir mit Sand eingespült. Das ist auch eine gängige Methode, um Sachen, wo man unter mit einem Verdichtungsgerät nicht drunter kommt, um die zu unterfangen. Geht man einfach bei, nimmt sehr feinen Sand, 0,2er Sand zum Beispiel, der wird dann unter die Leitung gedrückt, mit der Hand reingeschaufelt und anschließend mit Wasser eingespült. Und so verhindert man dann auch, dass Hohlräume entstehen. Das haben wir hier zum Beispiel auch gemacht. Da kann ich euch auch kurz noch ein Foto einblenden. Und das ist so dann quasi auch eine gute Methode, um hier in der Stadt die Leitung zu unterfangen und sicherzustellen, dass keine Hohlräume entstehen. Denn alle Hohlräume, die unter der Erde sind, fallen halt irgendwann zu und dann wird oben die Fahrbahn absacken. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen haben wir das auch gemacht. Ja, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal wieder fürs Zuschauen und mittlerweile auch für die fast 4000 Abonnenten, also heutiger Stand. Das sind extrem viele. Dafür wollte ich mich auch noch mal recht herzlich bedanken. Denn wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob in nächster Zeit noch was kommt. Ansonsten würde ich sagen, falls wir uns aus Salzgitter nicht sehen, sobald ich wieder filmen kann, nehme ich die Kamera natürlich sehr gerne mit. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!